Hallöchen, liebe Bücherfreunde und herzlich willkommen bei einem neuen Video von mir. Heute werfen wir einen Blick auf die Neuerscheinungen im Mai. Ich hatte ja krankheitsbedingt ein bisschen Zeit, um mich den Neuerscheinungen zu widmen. Und wenn man da mal anfängt, durch die Verlagsvorschauen zu scrollen und auch bei anderen so ein bisschen durchzulesen auf Blogs oder auf Seiten, die so ein bisschen über Neuerscheinungen des Jahres sprechen. Ja, das sind tatsächlich 7 für mich spannende Neuerscheinungen herausgekommen. Von den 7 ist eins auch eine Fortsetzung, die mich wahrscheinlich dann auch nochmal im Mai zu einem Reread verleiten wird. Und ich dachte, vielleicht findet ihr die Neuerscheinungen, die ich herausgesucht habe, ähnlich spannend wie ich. Es war jetzt sehr viel doppelt gemoppelt, aber das ist gar nicht weiter schlimm. Ich packe euch die Bücher auch einfach mal unten in die Infobox. Da könnt ihr natürlich ein bisschen detaillierter vielleicht auch noch den Klappentext nachlesen. Ich bin natürlich auch neugierig, auf welche Neuerscheinungen ihr euch im Mai freut. Also schreibt das super gerne in die Kommentare und auch welches der Bücher, die ich euch jetzt vielleicht vorstelle, ihr am spannendsten mitfindet. Wir fangen so ein bisschen chronologisch an. Ich blende euch das Cover auch ein und werde euch auch ein bisschen was aus dem Klappentext vorlesen, weil das so frei wiederzugeben, eine Geschichte, die man nicht kennt, finde ich persönlich immer ein bisschen schwierig. Wir starten mit dem 2. Mai und einem neuen Buch von Leigh Bardugo, nämlich Der Vertraute, historische Fantasy mit einer magischen Liebesgeschichte. Es ist wohl ein Einzelband, soweit ich das jetzt auch gelesen habe. Ich mochte ja alles, was in diesem Krischer-Verse spielte, super gern. Ich mochte die Krischer-Trilogie, die Krähen-Dilogie. Ich mochte auch bedingt von unserem Piraten die Dilogie, wobei mir da der 2. Band definitiv besser gefallen hat als der 1. Ich mochte auch die Graphic Novel rund um den Dunklen. Also ich muss sagen, ich mag den Stil von Leigh Bardugo in dieser Welt sehr gerne. Mit was ich nicht zurechtkam, war das 9. Haus. Das habe ich ja, glaube ich, sogar abgebrochen. Ich glaube ja. Umso gespannter bin ich, was hier so ein bisschen uns erwartet. Es soll der neue Fantasy-Bestseller von Leigh Bardugo sein, im goldenen Zeitalter Spaniens zur Zeit der Inquisition. Klingt auf jeden Fall spannend. Spanien zu Beginn des goldenen Zeitalters. In einem heruntergekommenen Haus in Madrid nutzt die junge Lucia einen Hauch von Magie, um die endlosen Schufterei als Küchenmädchen zu überstehen. Doch als ihre intrigante Herrin entdeckt, dass ihre Dienerin ein Talent für kleine Wunder besitzt, verlangt sie, dass Lucia diese Gabe einsetzt, um die gesellschaftliche Stellung der Familie zu verbessern. Dieses Unterfangen nimmt eine gefährliche Wendung, als Antonio Perez, der in Ungnade gefallene Sekretär des Königs, auf Lucia aufmerksam wird. Perez schreckt vor nichts zurück, um die Gunst des Hofes zurückzuerlangen. Und der spanische Herrscher ist noch immer von der Niederlage seiner Armada erschüttert und sucht verzweifelt nach einem Vorteil im Krieg gegen Englands ketzerische Königin. Lucia ist fest entschlossen, diese eine Chance auf ein besseres Leben zu ergreifen und taucht ein in die Welt von Sehern, Alchemisten, Heiligen und Gaunern, in der die Grenzen zwischen Magie, Wissenschaft und Betrug schon bald verschwimmen. Um zu überleben, muss sie alles wagen, auch wenn das bedeutet, dass sie die Hilfe von Guyen St. Angel, in Anspruch nehmen muss, ihrem unsterblichen Vertrauten, dessen eigene Geheimnisse sich für beide als tödlich erweisen könnten. Klingt sehr mysteriös, sehr spannend. Wir sind hier in einer Zeit, in der ich so bewusst noch gar nichts irgendwie gelesen habe. Ich mag es, wenn sich Historisches wirklich so ein bisschen mit einer Fantasy verwebt, wenn natürlich so ein bisschen was Wahres dran ist, man sich diese Welt dann zusammenspinnt, eben mit einem ja, Fantasy-Gebilde, mit einer Fantasy-Welt, mit etwas, was so ein bisschen magisch ist. Ich finde, es klingt mega spannend und ich kann mir wirklich gut vorstellen, dass Leigh Bardugo das hier sehr gut verpackt und in eine Geschichte einbettet. Das 2. Buch erscheint ebenfalls am 2. Mai und ist A Tempest of Tea, ein Hauch von Tee und Blut von Hafsa Faisal. Ein Buch, das mir schon 2-3 Mal jetzt aufgefallen ist, auch im Newsletter direkt vom Verlag selbst. Und ich wirklich dachte, das klingt wirklich auch mal wieder nach etwas anderem, nach etwas Innovativem. Und ich bin hier sehr, sehr, sehr gespannt. Denn es wird auch eine Dilogie. Und ich glaube, der 2. Teil ist sogar schon angekündigt mit so einem Voraussichtlichkeitsdatum. Und dementsprechend wird es auch ein bisschen verkauft als
Das Lied der Krähen trifft auf Peaky Blinders und wir haben hier eine düstere Fantasy-Dilogie mit Raubzügen, einer korrupten Großstadt und geächteten Vampiren. Und da hatte man mich. Weil ich auch das Lied der Krähen von Leigh Bardugo so mochte, Peaky Blinders nach wie vor auf der Watchlist steht und ich das echt super spannend und interessant fand. Wir haben ein luxuriöses Teehaus mit einem blutigen Geheimnis, ein kriminelles Superhirn mit einer dunklen Vergangenheit und eine ungleiche Crew mit einem unmöglichen Auftrag. Erinnert tatsächlich bis dahin sehr an das Lied der Krähen. Die Straßen von White Roaring gehören Arthi Casimir, kriminelles Superhirn, Weise und Sammlerin von Geheimnissen. In ihrem luxuriösen Teehaus empfängt die Weise Arthi tagsüber die Reichen der Stadt und gelangt dabei an so manches brisantes Geheimnis. Nachts jedoch verwandelt sich die Teestube in ein illegales Bluthaus für Vampire, die von den Einwohnern des Landes Etenia ebenso gefürchtet wie verachtet werden. Doch als ihr Teehaus bedroht wird, bietet ein geheimnisvoller Fremder Arthi einen Deal an, dem sie nicht widerstehen kann. Sie soll ein Buch stehlen, das sich in der verführerischen Unterwelt Etenias befindet, die von mächtigen Vampiren beherrscht wird und zu der Außenstehende keinen Zutritt haben. Zusammen mit ihren engsten Vertrauten Jim stellt Arthi eine Crew zusammen für diese mögliche Mission. Doch nicht alle sind wirklich auf ihrer Seite und plötzlich findet Arthi sich inmitten einer Verschwörung mächtiger Vampire wieder, die die Welt in ihren Grundfesten erschüttert. Und wir haben hier die Mischung aus dem England der 1920er Jahre. Wir haben das fiktive Ketterdam, das mit den Krähen zusammenhängt. Und ich bin super, super, super neugierig, wie diese Geschichte sein könnte, wo es hinläuft, was es mit den Vampiren in der Unterwelt aufhaben, wie unsere Protagonistin hier sein wird. Und ich bin einfach neugierig. Ich bin gespannt und freue mich hier auf den 2. Mai. Wir gehen weiter zum 15. Mai und da kommt ein neues Buch von Mary Lou heraus und zwar Stars and Smoke, sexy, actiongeladen und atemberaubend, der erste Band der New York Times Bestseller-Serie. Wir haben hier auch bereits den 2. Teil angekündigt, allerdings tatsächlich erst im März 2025, also müssen fast ein Jahr warten und da bin ich so ein bisschen hin und her gerissen. Warte ich vielleicht ein bisschen, besorge ich es mir und lasse es erstmal ein bisschen auf dem Sub stehen. Da muss ich tatsächlich mal so ein bisschen gucken, wie ich da umgehe. Aber ich mochte ja von Mary Lou wirklich schon das Young Elites, fand ich großartig. Ich mochte auch das mit den War Games, hieß das so? Diese Dilogie, wo wir auch in so einer Welt voller E-Sports eintauchen und ich habe noch irgendein Buch, Legend, genau, die Legend-Trilogie, fand ich auch richtig toll, deswegen freue ich mich hier sehr. Eine Superstar, eine Geheimagentin und die Mission ihres Lebens. Winter Young ist die neue internationale Sensation am Popmusikhimmel, mit einer Stimme wie Samt und einem Aussehen, für das andere morden würden. Seine Star-Power bricht regelmäßig alle Rekorde und ausverkaufte Stadien sind für ihn an der Tagesordnung. Sydney Cossettes Leben hingegen könnte nicht unterschiedlicher sein, denn sie ist Teil einer Elite-Undercover-Einheit, der sie als jüngstes Mitglied aller Zeiten beigetreten ist. Doch als der Boss eines globalen Syndikats seiner Tochter ein Privatkonzert mit Winter schenkt, kreuzen sich ihre Wege, denn Winter wird kurzerhand als Spion angeheuert und Sydney ihm als Bodyguard an die Seite gestellt. Zum Glück ist Sydney offenbar der einzige Mensch auf der Welt, der gegen Winters Charme immun ist. Als ihre Mission die beiden einander näher bringt, muss sich Sydney jedoch eingestehen, dass Winter Young vielleicht doch mehr ist als nur ein hübsches Gesicht. Was mir hier besonders gefallen hat, und man muss sagen, es klingt natürlich so eine typische Rockstar-Geschichte, aber ich mochte hier mal die verdrehten Rollen, denn dass wir hier eben die weibliche Protagonistin, also den weiblichen Part dieses Duos, dass sie einmal der Bodyguard ist. Weil sonst haben wir ja ganz oft natürlich, dass sich das Mädchen in den Bodyguard verliebt und hier haben wir das einfach mal ein bisschen gedreht. Und ich glaube, so wie ich die Charaktere von Mary Lou kenne, könnte das tatsächlich funktionieren, ohne dass es mir zu viel wird, zu drüber wird. Und ja, es heißt hier so schon sexy und actiongeladen, aber ich hoffe, es ist mehr Action als sexy und ich bin einfach gespannt und neugierig. Und ja, ich glaube, ich muss da vielleicht schon mal ein bisschen früher als nächstes Jahr März auf jeden Fall reinlesen.
Auch am 15. Mai erscheint Die Bucht der Träume von Elena Sonnberg. Und hinter Elena Sonnberg steckt Adriana Popescu. Wir haben hier in dem Live-Hangout, was im Januar oder Februar auf meinem Kanal erschienen ist, schon darüber gesprochen, was es mit dem neuen Pseudonym auf sich hat, was hier uns in dieser Buchreihe noch so ein bisschen erwarten wird, denn es ist definitiv schon geplant vom Verlag und auch von Adriana alias Elena, dass es hier weitere Geschichten gibt, die so ein bisschen dieses Thema Reisen, Essen und Wohlfühlen so ein bisschen kombinieren. Der Klappentext. Sarah hatte keinen Kontakt mehr zu ihrem Vater, seit er sie und ihre Mutter vor Jahren verließ. Nun hat er ihr überraschend sein Haus am Gardasee vermacht, in jenem malerischen Ort, in dem die Familie früher die glücklichsten Sommer verbrachte. Sarah will das Erbe möglichst schnell wieder loswerden und reist mit ihrer 14-jährigen Tochter Mimi nach Italien, um das Anwesen zu verkaufen. Doch der Urlaub am Gardasee stellt Sarahs Leben völlig auf den Kopf. Der Makler vor Ort ist niemand anderes als ihre Jugendliebe Matteo, den sie nie vergessen konnte. Und umgeben von Duft des Sommers und bittersüßen Erinnerungen entdeckt Sarah ein Geheimnis ihres Vaters, das ihn in ganz neuem Licht erscheinen lässt. Und ich mag diese Vorstellung, dass wir hier so ein Familiengeheimnis haben, dass wir ein bisschen so einen Zeitsprung, zumindest gedanklich, in die Vergangenheit machen, dass wir eine Jugendliebe treffen, aber gleichzeitig ist das Leben von Sarah natürlich weitergegangen. Sie hat eine Tochter und ja, wie sich dann so Vergangenheit und Gegenwart so ein bisschen verknüpft, um dann eben eine schöne Zukunft zu gestalten. Da freue ich mich sehr drauf und Adriana kann definitiv schreiben, sie kann Liebesgeschichten, sie kann Dialoge, sie kann tolle Charaktere erschaffen, sie kann bildhaft erzählen von den Orten, wo wir sind. Und ich freue mich hier auf den Gardasee, ich freue mich auf die neuen Charaktere, die wir treffen und bin ganz gespannt, was uns hier Adriana zaubert im Namen Elena Sonnberg. Ich bin neugierig. Dann kommen wir schon zum Ende des Monats, richtig? Und zwar erscheint am 29. Mai die Fortsetzung von Das Reich der Vampire von J. Christoph. Der zweite Teil heißt Das Reich der Verdammten, A Tale of Pain and Hope. Und ich glaube, der erste Teil ist vor 2 Jahren erschienen, wenn ich mich nicht täusche. Und seit Nevernight ist J. Christoph ganz oben an meinem Fantasy-Himmel erschienen. Es steht da auch Lifeline noch im Regal. Aurora Erwacht war eher Science-Fiction. Ich bin großer, großer Fan. Muss allerdings sagen, dass mich das Reich der Vampire ja nicht ganz so begeistern konnte und ich glaube nur 4 Sterne bekommen hat, weil ich so ein, zwei Dinge nur so okay fand und es mich nicht ganz gepackt hat. Aber ich nehme mir jetzt tatsächlich für den Mai vor, dem Buch sozusagen, dem ersten Band als Reread übers Hörbuch, denn Robert Frank spricht, nochmal eine Chance zu geben, ein Highlight zu werden. Denn ich möchte unbedingt, bevor ich den zweiten Band lese oder auch höre, den ersten Band nochmal gehört haben. Denn vor 27 Jahren ging die Sonne unter und seitdem sind die Armeen der Vampire auf dem Vormarsch. Stück für Stück haben sie ihr ewiges Reich ausgedehnt und den Menschen den Boden streitig gemacht, bis nur noch an wenigen Orten ein unbeschwertes Leben möglich ist. Kleine Inseln des Lichts in einem Meer aus ewiger Finsternis. Wunderbar beschrieben. Wir treffen den jungen Gabriel de Leon, der sein Heimatdorf verlassen muss und sein Weg führt ihn nach Saint-Michon zum Orden der Silberwächter, eine geheiligen Bruderschaft, die das Reich und die Kirche gegen den Ansturm der Bestien verteidigt. Und noch ahnt er nicht, dass er zur größten Legende des Ordens werden wird und zur letzten Hoffnung einer sterbenden Welt. Und ich weiß, dass wir die Geschichte damals aus seiner Sicht erzählt bekommen haben und ich kann auch gar nicht mehr so richtig greifen, was die 2 Kritikpunkte waren. Ob es so ein bisschen an der Länge lag, ob ich irgendwas. Deswegen, ja, möchte ich meine Erinnerung auffrischen und das möglichst noch, bevor dann auch der zweite Band erscheint. Ich denke mal, dass dann der zweite Band eher im Juni, Juli gehört wird. Ich weiß auch nicht, ob das Hörbuch gleich mit dem Erscheinen des deutschen Buches herauskommt. Aber wenn Robert Frank liest, ich meine, da kann es ja, also es kann fast eigentlich nur ein Highlight werden. Ein Tag später, am 30. Mai, erscheint endlich etwas Neues von Justin Cronin. Justin Cronin hat mich damals mit der Passage-Trilogie mehr als gepackt, gefesselt und begeistert. Ich liebte den Übergang, ich fand die 12 toll, ich mochte die Spiegelstadt. Ich war wirklich gepackt und gefesselt und diese Reihe steht auch relativ weit oben, mal gereadet von mir zu werden. Und jetzt kommt endlich etwas Neues, nämlich Ferryman, der Tod ist nur der Anfang.
Ich bin einfach nur gespannt. Es soll ein gewichtiges Buch sein und seiner Fantasie ist grenzenlos und sein schriftstellerisches Können soll auch beneidenswert sein. So loben ihn schon die Kritiker. Stephen King sagt, es ist fast unmöglich, dieses Buch aus der Hand zu legen. Spannend, geheimnisvoll und absolut fesselnd. Ein Buch, in dem man sich verlieren kann. Und ich meine, wenn das Stephen King sagt, würde er wahrscheinlich schon recht haben. Es ist ein mitreißender Roman, der unsere Realität genial in Frage stellt für Fans von Westworld, Inception und Snowpiercer. Und alles mochte ich. Ich liebe Inception. Ich fand die erste Staffel Westworld großartig und ich mochte auch Snowpiercer. Und ich finde diese Mischung, die so vermeintlich eigentlich nichts miteinander zu tun hat, wenn man dann aber so ein bisschen was runterbricht, merkt man, ah ja, also eigentlich ja schon, finde ich das tatsächlich mega spannend. Inseln von Prospera liegen in einem riesigen Ozean, idyllisch abgeschieden vom Rest der Menschheit. Die Bewohner genießen ein unbeschwertes Leben voller Privilegien, umsorgt von dienendem Hilfspersonal. Neigt sich die Lebenszeit der Prosperaner dem Ende zu, werden sie auf eine geheimnisvolle Nachbarinsel geschickt, um dort neu gebootet zu werden und ein weiteres Leben zu beginnen. Proktor Bennett ist der Fährmann, der die Prosperaner dorthin geleitet. Er hat seine Arbeit nie in Frage gestellt, bis er eines Tages eine kryptische Nachricht erhält. Sie bestätigt, was er insgeheim immer befürchtet hat. Denn sie birgt eine Wahrheit, die das Schicksal der Menschheit auf ewig verändern wird. Oh mein Gott! Wie grandios klingt das? Und ich würde ja vielleicht sogar noch vermuten, dass wenn wir so in diesem Filmsektor bleiben, wie der Vergleich ist, vielleicht hat auch noch die Insel so ein bisschen einen Einfluss darauf. Denn ich glaube, dass auf dieser benachbarten Insel nicht alles so läuft, wie man sich das vorstellt. Und ich bin super, super gespannt, super neugierig, was uns hier Justin Cronin zaubert. Und so wie ich das sehe, wird das ja auch wirklich ein Einzelband bleiben. Also nicht irgendwie nur der Auftakt einer Reihe. Und umso gespannter und neugieriger bin ich. Und das letzte Buch ist dann vom Meister Höchst selbst. Er ist hier heute schon einmal gefallen. Nämlich eine neue Kurzgeschichtensammlung von Stephen King erscheint am 30. Mai. Ihr wollt es dunkler. Ja, grundsätzlich wollen wir das. Wir Kingsianer wollen es dunkler und sind hier super neugierig auf diese Kurzgeschichten und ich bin einfach gespannt, was uns hier erwartet. Nach einer außerweltlichen Begegnungen in den Wäldern von Maine machen zwei Freunde urplötzlich große Karriere. Ihr Geheimnis nehmen sie mit in den Tod. Danny träumt von einer Leiche, die er dann tatsächlich findet. In den Augen der Polizei kann nur er der Mörder sein. Vic macht Ferien in Florida, wo er eine verschrobene alte Frau kennenlernt, eine Bekanntschaft, die in einem Horrorstrudel endet. Das sind nur drei von 12 neuen Stories, die Stephen King in Ihr wollt es dunkler versammelt. Viele Genres umspannende Geschichten über das gegenwärtige Amerika, über finstere Mächte und existenzielle Fragen. Wir haben also 12 Geschichten. Ich bin sehr gespannt, wie lang oder wie kurz oder wie intensiv die sein werden, welche Verknüpfungen es zum Gesamtwerk von Stephen King geben wird und ich bin neugierig. Stephen King bekommt mich mit seinen längeren Geschichten definitiv mehr. Ich bin Kurzgeschichten gegenüber sowieso mal ein bisschen kritischer, weil ich oft einfach Zeit brauche, um in eine Geschichte reinzukommen, um das atmosphärisch zu finden, um hineingezogen zu werden und tue mir da das deswegen auch häufig mit Kurzgeschichten ein bisschen schwerer. Aber Stephen King kann Kurzgeschichten, das hat er mit der ein oder anderen auf jeden Fall schon bewiesen und ich freue mich definitiv auf diesen Kurzgeschichtenband. Und überlege noch, ob ich sie lesen werde oder ob ich sie mir von David Nathan vorlesen lassen werde, weil ich glaube, das könnte tatsächlich auch ganz gut sein. Wir werden sehen. Ich freue mich auf jeden Fall auf alles, was da im Mai kommt. Bin natürlich auch super gespannt, auf was ihr euch im Mai freut. Schreibt es also gerne in die Kommentare und erzählt mir auch gerne, ob euch eine der 7 Geschichten jetzt angesprochen hat, ob ihr euch vielleicht auch auf den zweiten Teil von J. Christoph freut. Lasst uns da gerne in den Austausch gehen. Alle Bücher unten in der Infobox. Schaut da sehr, sehr gerne mal mit vorbei. Und ich danke euch jetzt fürs Zusehen. Wünsche euch noch einen schönen Tag, einen schönen Abend, ein schönes Wochenende und bis zum nächsten Video. Macht's gut. Tschüss, eure Steffi.